Was geht und willkommen zurück zur 100. Folge Project Hospital. Ja, soweit ist es mittlerweile schon. Und welche Folge eignet sich eher, um zu sagen, dies wird vorübergehend der letzte Part sein. Ich habe mir gedacht, also es wirkt ein bisschen schon ausgelutscht. Es macht weiterhin Spaß auf jeden Fall. Ich würde aber gerne andere Projekte realisieren und hochladen. Ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann nochmal ein komplett neues Krankenhaus erstelle, baue. Aber vorübergehend wird dies hier der letzte Part sein. Und um dieses Ganze hier nicht so 0815-mäßig zu erstellen, dieses Video oder aufzunehmen, habe ich mir gedacht, mache ich hier mal ein kleines Special und ich habe mir im Workshop die besten Mods für Project Hospital rausgesucht und würde sie euch gern hier vorstellen und eventuell sogar teilweise bauen, aufzeigen und so weiter. Ja, es gibt Mods für dieses Spiel, das habe ich leider auch erst spät gemerkt, sonst hätte ich die vielleicht mitten im Let's Play auch eingebunden, aber vielleicht kann man mit diesen Mods dann irgendwann mal komplett neu durchstarten. Ich würde sagen, ich laber nicht weiter drum rum und zähle erstmal oder liste erstmal auf, was für Mods ich so installiert habe. Zum einen, man sieht es eventuell schon, wir haben hier unten zwei neue Abteilungen. Das eine ist Sexualmedizin. Das Gute, die Mods sind zum großen Teil oder glaube ich alle wirklich auch auf Deutsch. Und zwei Mods bringen zwei Abteilungen mit unter. Das ist einmal die Sexualmedizin. Sagt der Name wahrscheinlich schon, ist wahrscheinlich irgendwie sowas wie so Frauenärzte und sowas. Urologen, keine Ahnung, ob das auch Sexualmedizin ist, ich glaube nicht. Aber sowas halt ist durch den Mod neu dazugekommen. Und die Onkologie. Eine Abteilung, die ich auch ziemlich wichtig finde. Die Onkologie ist auch nochmal ein separater Mod und die ist ziemlich groß. Die bringt, glaube ich, 20 Tumorkrankheiten mit ins Spiel rein. Viele neue Symptome, Untersuchungsmöglichkeiten, Diagnosen. Also da bin ich echt mal gespannt, was da so drin ist. Das werden wir dann vielleicht mit im Video noch so ein bisschen aufbauen und schauen, was für Patienten reinkommen. Das sind so die ersten beiden Mods, die ich geladen habe. Dann habe ich noch eine weitere Mod. Also wir werden, wie gesagt, gleich nochmal gucken und zu bauen. Wir werden wahrscheinlich auch einen Kredit aufnehmen müssen, um das Ganze auch bauen zu können. Dann habe ich hier noch eine Mod geladen. Weiß ich nicht, ob das jetzt so gut ist. Wir haben jetzt nicht nur drei von drei möglichen Firmen, die wir unter Vertrag nehmen können, sondern sechs. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch die anderen drei Krankenkassen auch aktivieren. Mache ich jetzt auch einfach an der Stelle einfach mal. Eins, zwei und die kann ich hier irgendwie nicht aktivieren. Ich weiß nicht wieso, ich glaube, ich muss hier fünf Rettungswegen kaufen. Ich aktiviere mal die anderen Krankenkassen. Das Problem ist, wir sehen schon, wir kriegen sehr, sehr viele Patienten rein. Dadurch, dass wir jetzt mehr Krankenkassen freischalten können. Lasse ich erstmal so. Wir beobachten das mal. Wie gesagt, es ist ja erstmal der letzte Part. Das ist ein Mod, finde ich eigentlich ganz realistisch. Man kann ja selber entscheiden, ob man vielleicht einen abwählen möchte oder nicht. Eine andere Mod, die ich geladen habe, ist mehr Namen. Der Name sagt schon bereits, es gibt viel, viel mehr Namen jetzt für Patienten. Also Schluss mit Brammen und wie sie nicht alle heißen. Und die heißen ja alle ziemlich gleich, jeder zweite oder dritte Patient. Und durch diese Mod ist die Vielfalt um einiges höher. Finde ich auch ein bisschen realistischer. Dann habe ich zwei Mods installiert, die ja so ein bisschen objektemäßig, dekomäßig am Start sind. Ich kann es ja mal ganz kurz zeigen im Baumodus. Und zwar gibt es da unter anderem hier unter den Deko, ja, so Bonbonschüsseln, also viel für einen Wartebereich, dass man hier, wenn ich mal zum Beispiel, ich gehe mal in einen Wartebereich, kann ich mal hier, ne, und hier ist zum Beispiel ein Wartebereich und ich könnte hier so eine Bonbonschüssel hinhauen. Ich habe hier Broschüren, die ich platzieren kann. Und so weiter. Eine Garderobe gibt es hier auch ziemlich geil. Also auch in verschiedenen Farbvarianten. Also ziemlich genial, wie ich finde. Also das macht das Ganze auf jeden Fall um einiges realistischer. Und man sieht es ja bereits, es gibt auch viele verschiedene Bilder. Auch die neuen Abteilungen bringen neue Objekte mit sich. Wir sehen hier zum Beispiel Onkologie, gibt es neue Bilder. Ansonsten habe ich
in der Dekomat so ein paar, ja, so allgemeine Bilder, nicht unbedingt immer so Herzkrankheitbilder oder Onkologiebilder, die meistens in den Arztzimmern hängen, sondern auch welche vielleicht für einen Wartebereich. Das macht das Ganze immer noch viel realistischer und man kann viel mehr dekorieren. Das fand ich ja sowieso in diesem Spiel so ein bisschen mau, so die Deko-Objekte. Und durch diese Mods gibt es hier einiges an Objekten. Hier sehen wir so einen Regenschirmständer gibt es. Es gibt, glaube ich, ja, weiß nicht, ob es eine neue, ob das hier eine neue, das sieht aus wie eine neue Pflanze, genau. Einen Wasserspender gibt es für den Wartebereich. Hier so eine Stehlampe, die ist, glaube ich, auch neu. Zeitschriften, so ein Zeitschriftenständer, die ist neu. Also ihr seht schon, ein Schild gibt es hier für den Wartebereich. Apropos Schilder, es gibt auch im Bereich Zeichen oder hier diese Symbole, gibt es jetzt nicht nur Symbole, sondern durch die Mod gibt es hier auch Hängeschilder. Also ich könnte jetzt statt so ein Symbol, Chirurgie-Symbol, auch ein Chirurgie-Hängeschild hinbauen. Wenn ich den jetzt finde, ist ja auch egal, ich kann jetzt zum Beispiel, es gibt für jede Abteilung ein Hängeschild, statt einfach nur ein Symbol, was man an der Wand platzieren kann. Finde ich mega geil. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch, wenn ich mal, hier ist ja die Orthopädie, die fängt ja hier ungefähr an, könnte ja theoretisch ein Schild für die Orthopädie, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, Orthopädie ist hier dieses Knochensymbol, das ist der hier, könnte ich hier so ein Schild Orthopädie ranhängen und dann weiß man, wenn ich in die Richtung gehe, gelange ich zur Orthopädie. Ist natürlich nur rein Deko, aber macht das Ganze wieder einmal noch ein bisschen realistischer. Sehr geil auf jeden Fall. Ansonsten, ich glaube, diese Tische sind auch neu. Kaffeetische, so ein bisschen gläsernd. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Solche Mods macht das Ganze, wie gesagt, realistischer. So, die letzte Mod auf der Liste ist, Patienten können Cafeteria benutzen. Das heißt, diese Cafeteria, die wir hier gebaut haben, ist nicht nur für Ärzte, sondern auch für Patienten zugänglich. Und jeder Patient, der diese Cafeteria nutzt, die bezahlt $5 an uns. Also die gehen da nicht kostenlos rein. Das ist also noch eine weitere Einnahmequelle. Mega geil, wie ich finde. Diese $5 sind leider hart gecodet. Also man kann das nicht einstellen, dass man irgendwie sagt, das kostet $10 oder $15. Also die $5 sind wirklich hart gecodet. Finde ich trotzdem ganz okay. Also jeder, der da essen geht, zahlt $5. Ist nochmal für einen Einkaufs- oder für einen, na, für unseren Geldbeutel sehr gut. Ja, das waren soweit alle Mods. Ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal ins Eingemachte, ins oberste Geschoss und bauen hier einfach mal, vielleicht sogar so ein bisschen mittig. Einmal, wir fangen mal mit der Sexualmedizin an. Und wir sehen, es gibt hier ein Labor für Sexualmedizin. Wird wahrscheinlich ähnlich wie die Labore hier unten sein. Deshalb denke ich, passt es, wenn wir das hier so in dem Bereich machen. Es gibt aber auch eine Station. Überwachung und ja, Normalstation. Nee, es gibt hier tatsächlich nur eine Überwachungsstation. Wieso, weshalb, warum, weiß ich nicht. Wir machen das einfach mal im Schnelldurchlauf. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal hier in dem Bereich. Dass wir sagen, die, ja, der Arztzimmer, der könnte doch eigentlich mal hier sein. Muss ja nicht so groß sein. Arztzimmer, wie groß muss er sein? 4x4. Machen wir mal 5x5. Zack. Dann machen wir hier einmal ein Labor. Mal 6x5. Toiletten haben wir ja bereits. Wartezimmer können wir eventuell hier so hin platzieren. So ein bisschen mittig. Zack. Und die Station dafür, müssen wir mal gucken, ob wir die vielleicht hier so irgendwie mittig auch hinbauen oder einfach hier noch mit. Mal Bereitschaftsraum. Vielleicht brauchen wir da gar nicht so große. 5, einmal Schwesternzimmer und eine Überwachungsstation, die machen wir mal hier so hin. Zack. Ich weiß halt noch nicht, wie viele da wirklich hingehen. Wir versuchen es jetzt einfach mal. So, wir haben hier einmal das Arztzimmer. Da machen wir einmal komplett die Wände hin. Ja, komm, machen wir es hier, weil das hier so ein bisschen nervt. So, Arztzimmer. Wir sehen aber, es ist schon das meiste gleich geblieben, aber wir haben einige neue Objekte hier, wie diese Schränke, die sind neu. Wir machen aber hier erstmal eine normale Liege.
Wir hauen hier natürlich eine Lampe hin für die Untersuchung. Wenn ich die hier irgendwie rankriege, jawohl. Dann kriegt der hier Kollege natürlich auch noch einen Schreibtisch, einen Stuhl, natürlich auch einen günstigen PC natürlich. der hier, glaube ich, war der günstigste, jawohl. Einen Drucker bekommt der Kollege oder die Kollegin, das wissen wir ja noch nicht. Einen OP-Waschtisch, den platzieren wir mal hier hin. Einen großen Schrank, zack. Dann haben wir hier so einen Analysator, den brauchen wir auch noch. Die Frage ist, wie kriegen wir den am besten hier noch unter? Da brauchen wir vermutlich erstmal einen kleinen Gerätetisch. Vielleicht kriegen wir den... So, oder? Zack, und der Analysator einmal hier drauf. So, dann haben wir hier alles. Das passt schon mal. Dann haben wir hier einmal dieses Labor, glaube ich, ne? War das? Jawohl. Ich weiß nicht, sind das neue Geräte? Nee, das ist... Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das neue Geräte sind. Wir platzieren das aber mal so ein bisschen... Genau, Labortisch brauchen wir auf jeden Fall. 1, 2, 3. Sehr schön. Dann machen wir mal hier die ganzen Geräte. Desinfektionsmittel hier an die Wand. Glasgefäße. Laboranalysegerät. Mikroskop. Natürlich das, die ganze Palette. Gut, wir brauchen auch noch einen Schreibtisch. Mehr brauchen wir hier auch gar nicht. Hängeregal mit OP-Kleidung könnte man auch noch bauen. OP-Regalkleidung brauchen wir hier, glaube ich, erstmal alles nicht. Ich würde sagen, dann lassen wir hier nochmal Platz. Vielleicht können wir hier noch mehr Laborgeräte bauen. Dann können wir mehr Personal einstellen. Ich würde sagen, wir bauen hier erstmal eine Laborspüle hin. Und dann kriegen die hier auf jeden Fall noch einen kleinen Schreibtisch. Und dann haben wir erstmal alles. Sehr gut. Ach, Abfall brauchen wir noch. Abfallbehälter. Sehr schön. PC haben wir doch schon. Oder muss da erstmal ein Hocker hin? Ja. So, jetzt haben wir alles für das Labor. Dann kommt hier einmal das Bereitschaftszimmer. Machen wir das mal so. Zack. Zack. Dann jeweils einen Bürostuhl. Ob wir jetzt alle schon mit Personal bestücken, weiß ich noch nicht. Mehr brauchen wir nicht. Hier könnte man jetzt theoretisch noch für die Deko so ein bisschen Blumen und sowas machen. Couchtisch. Deko, wie gesagt, haben wir ja ein paar neue Geschichten. Das ist schon ganz cool. Hier so ein paar schicke Poster. Das kann man natürlich alles machen. So. Zeitschriften, WLAN-Router. Okay, krass. Auch nicht schlecht. Wie gesagt, alles nur Deko. Aber das tut der ganzen Realistik, wenn man das so sagen kann, auch ganz gut. So, einmal hier die Wände zumachen. Und dann nur noch Türen. Zack. Und ja, für den Überwachungsraum oder die Station machen wir mal das hier. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht schick. Das ist jetzt alles erstmal nur, um zu zeigen, vielleicht ein paar Patienten ranzuholen. Stellen wir hier nur noch Personal ein. Einmal die Kollegin hier. Hier sehen wir Kardiologieassistentin. Biochemie machen wir mal den Kollegen. Und wir haben sogar eine neue Fähigkeit, Sexualmedizin. Natürlich auch geil. Die ist hier mit 91. Hier ein alter Knacker, der kennt sich aus mit Sexualmedizin. Den nehmen wir dann noch glatt. Und hier fehlt auch Personal. Aber warum können wir hier niemanden einstellen? Frage ich mich. Fehlende Ausstattung. Was fehlt mir denn? Ah, stimmt. Uns fehlt uns hier ein Drucker. Zack. Ja, jetzt passt es. Dann stellen wir hier mal Ärzte ein. Nehmen wir mal einmal die hier, einmal die hier. Zwei sollten hoffentlich erstmal ausreichen. Hier fehlt, glaube ich, auch noch Ausstattung. Okay, die brauchen hier noch so ein, aber einen Geräteschrank. Sehr gut. Und dann stellen wir hier mal ein paar Krankenschwester oder Brüder ein. Oder wie man es auch nennt. Machen wir mal so drei erstmal.
Was ist erstmal, geht ja auch erstmal nur. So, und dann haben wir die Sexualmedizin eröffnet. Sehr geil. Und dann bin ich mal gespannt. Oh, sorry. Uns fehlt eine Sache noch. Nämlich so ein kleiner Wartebereich. Da machen wir das einfach mal so ganz easy. 1, 2, 3 und 4. Machen wir nichts Großartiges. Hier so ein kleiner Snackautomat noch. Und kriegen wir den hier noch irgendwie unter? Natürlich nicht, aber das ist jetzt auch nicht so wild. Oder vielleicht hier so. Zack, man könnte hier noch so einen Wasserspender hinbauen. Aber ich denke mal, das sollte erstmal reichen. So, dann haben wir die Sexualmedizin eröffnet. Jetzt bin ich mal gespannt, ob hier schon jemand kommt. Oh, hier fehlt irgendwas. Ah, okay, die Nachtschicht. Wahrscheinlich die Nachtschicht. Die nicht belegt ist. Oberarzt, nehmen wir mal den Nils Warburg. Was ist hier los? Sexualmedizin. Fehlt mir hier doch noch einer. Arzt ist da, Arzt ist da. Ja, Nachtschicht, ne, fehlt. Weißt du was, dann machen wir mal die Nachtschicht auch. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Auch ein Pflegedienst, zack, und einen Arzt. Zack. Jetzt sollte doch alles geregelt sein. Ja, jetzt sind kein Ausrufezeichen mehr. Gut, dann kümmern wir uns um die Onkologie. Und die würde ich sagen, machen wir hier. Haben wir ja genug Platz, theoretisch. Die Frage ist, was gibt es bei der Onkologie? Vielleicht schneide ich das Ganze auch so ein bisschen, damit das ein bisschen schneller geht. Ich will ja, wie gesagt, einfach nur die Mods so ein bisschen vorstellen. Arztzimmer machen wir mal ruhig. Machen wir das mal so. Ein Arztzimmer. Machen wir mal so. So, zack. Ich will ja hier auch so ein bisschen Platz lassen, damit man da durch kann. Diagnostik haben wir. Ultraschall können wir hier auch einmal platzieren. Zack. Und natürlich ein Wartebereich. Machen wir den dann doch auch einfach mal hier so hin. Und dann geht's wieder ans Bauen. Machen wir hier. Gut, hier sind wieder dieselben Sachen. Also wir brauchen hier nicht wieder viel rumexperimentieren. Man kann hier einfach genauso bauen wie auch bei der Sexualmedizin in dem Fall. Die Onkologie hat einige Tumor, ich glaube 19 Tumorarten, viele verschiedene Untersuchungsmöglichkeiten und so weiter. Ja, ansonsten schauen wir uns nochmal ganz kurz die Sexualmedizin an. Wir spulen das Ganze mal so ein bisschen vor. Warum das hier nicht funktioniert, keine Ahnung. Ist jetzt aber auch nicht so wild. Meine Güte. Wir können ja theoretisch hier eigentlich einen Arzt einstellen. Ich glaube, so schlimm ist das jetzt nicht. Dann haben wir halt keine Station, aber zumindest haben wir ein Arztzimmer noch in der Onkologie. Können halt hier natürlich noch so ein paar Stühle für den Wartebereich hinbauen. So. Ist nicht schick. Erfüllt aber seinen Zweck. So. Zack. Genau. Ich würde, wie gesagt, gerne noch einmal sehen. Vielleicht neue Patienten, die dann wirklich hier oben in die Abteilung gehen. So, ein kleiner Zwischenschnitt. Ich habe jetzt mal die erste Patientin von der Onkologie, die Anke Faller. Hier sehen wir auch einen neuen Namen, ne? Mal was ganz anderes. Und hier sehen wir schon neue Diagnosen, die möglich sind. Es gibt, ja, ich weiß nicht, Juckreiz ist, glaube ich, kein neues Symptom. Untersuchung, glaube ich, weiß, die kenne ich jetzt auch nicht, ob das eine neue ist. Gibt es vielleicht auch nicht, aber Genitaltupfer, das ist auf jeden Fall eine neue Untersuchung. Klingt lustig, aber ist halt so. Durchfluss Zytometrie, glaube ich, ist auch neu. Leistenuntersuchung, das sind alles neue Untersuchungen. Und es gibt da dann dementsprechend auch neue Behandlungen. Wie gesagt, Symptome.
alles aufgrund der neuen Abteilung Sexualmedizin und Onkologie. Ja, eigentlich schon ziemlich cool. Mal gucken, ob wir noch eine in der Sexualmedizin finden. Das war jetzt, wie gesagt, die Onkologie. Aber ich glaube, ihr wisst auf jeden Fall schon, wo diese Mods hinauslaufen. Bringt auf jeden Fall frischen Wind mit rein. Also, ja, bringt, wie gesagt, könnt ihr euch im Workshop downloaden, ganz easy einfach draufklicken und dann habt ihr das im Spiel. Ja, ich würde sagen, an der Stelle, das war's erstmal mit Project Hospital. Ich will an dieser Stelle sagen, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, für die ganzen hilfreichen Tipps, Tricks und so weiter. Und ja, dass ihr da immer fleißig kommentiert habt, geschaut habt. Und ja, es wird auf jeden Fall ein weiteres, anderes Projekt geben. Nicht genug tragen, jawohl. Es wird ein weiteres Projekt geben anstatt von Project Hospital, auch ein kleines Aufbau-Wirtschaftssimulationsspiel. Seid also gespannt, was da dann noch kommt. Ich habe euch jetzt ein paar Mods, wie gesagt, vorgestellt. Die könnt ihr euch natürlich auch laden und selbst bei eurem Spiel einbinden. Vielleicht bringt das so ein bisschen neuen, frischen Wind mit rein. Wie gesagt, an der Stelle danke fürs Dabeisein, fürs Zuschauen und ja, ich hoffe, wir sehen uns bei einem anderen Video wieder. Also, bis dahin. Ciao.